Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Inc. Letzte Folge war ja etwas länger und von dem her würde ich sagen, es wird nicht kürzer, nicht lang schnacken. Wir starten gleich rein. Wir haben ja letztes Mal neu gehabt Straßenbauarbeiten, wo die Fahrzeuge langsamer durchkommen. Jetzt werden sie halt komplett gesperrt. Na, toll. Wir müssen kaufen 4 Passagierzüge und 1 Million Dollar sammeln. Das halte ich für easy. Ich würde so gerne in Deutschland eigentlich spielen. Warum müssen wir immer in Frankreich anfangen? Naja, ich würde sagen, wir fangen wie immer dann in Paris an. Mit einer Linie dorthin. Und mit einer Linie dorthin. Schön Billotbus, weil die Franzosen, denen ist das genug. Habe ich gerade noch nicht noch gemeint, dass die Leute sich zufrieden geben mit schönen Billo-Bussen? Finde ich natürlich belastend. Durchaus. Hier. Dann halt hier, ne? Sofortreisen. Bin ich ja schon auf dem Weg. Das klappt. Die sind noch top zufrieden. Die kriegen ja auch, aktuelles Gehalt 4000 und nächstes Gehalt 2500. Warum? Okay. So, ja, hier die geben auch schon direkt Gas, die Schweizer hier nebenan. Das lassen wir uns natürlich nicht bieten. Das Risiko ist mir zu groß. Dass die nicht mitfahren würden. Na komm. Wir müssen uns riskieren. Klappt. So, das ist jetzt wirklich nur sehr einfache Infrastruktur, um ein bisschen Geld dran zu kriegen. Denn, wir haben ja vorhin gesehen, wir brauchen 200.000, um Züge kaufen zu können. Und die Züge selber müssen wir ja auch noch finanzieren können. Ich weiß noch nicht, in welchem Preissegment die sich befinden, aber ein Zug kostet wahrscheinlich mehr als 20.000. Würde ich mal so raten. Oh oh. Geht das schon wieder los? Oh, die sind absolut unzufrieden. Komm, wir gehen mit, wir sind hier nette Arbeitgeber, wir gehen mit 3,5. Das geht über 4 Monate. Ja, oh, ist klar. Aber was ich sehe, sind 200.000 Euro. Mal sehen. Was ich sehe, sind wieder 200.000 Euro. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. So, Paris. Bauen wir ein Depot. Oh, warte mal. Haben wir hier nicht eine Dienst? Ne, haben wir nicht. So, wir stellen einen Manager ein. Einmal bitte alle Fahrzeuge zuweisen. Ich würde sagen, das passt etwa so vom Reparieren her. Da gehen wir nicht groß rumspielen. So, hier haben wir eine Straßensperre für 2 Tage. Das geht ja. Oder sollen wir nachher mal nach in der Großbritannien hin? Das wäre mal noch eine Idee. Aber ja, erstmal immer noch hier Geld. Wir brauchen erstmal noch ein bisschen Geld. Guck mal hier, so was. Hier Calais über. Von Calais über London nach Liverpool. Ich weiß nicht, ob das cool ist. Aber versuchen kann man es ja nachher. So, das ist jetzt dann die große spannende Frage. So, wir machen Stopp. Wir haben 300.000. Wir haben genug für einen Zug. Jetzt ist halt die Frage, wie sage ich dem eine Zuglinie? Wahrscheinlich hiermit. Yay.
mal sehen, wie das klappt. Und überhaupt, ob das klappt. Wir können ihn in Zug kaufen und... Tschu-tschu! Zeit für den ersten Zug. Das will ich mir jetzt mal ganz gemütlich angucken. In halber... Nee, es kann schon Vollgeschwindigkeit sein. So, Herr Zug macht Tschu-tschu, macht sich auf den Weg. Mit 41 Passagieren. Kommt hier an. Ladet 41 ab. Jetzt will niemand mehr mitfahren. Okay. Das war vielleicht dumm. Dann gehen wir mal noch kurz hin. Machen hier eine Extralinie. Le Mans Paris nur. Und löschen erstmal diese Route. Vor allem sind wir aktuell sehr fette Minus. Aber das scheint okay. Ah, oh Gott, die Zugfahrer kriegen ja auch nochmal extra Geld. Und die kriegen gleich viel mehr. Guck mal, die kriegen fast das Doppelte von... Wow. Na gut, okay, der nimmt ja auch fast doppelt so viele Passagiere mit. Das ist schon in Ordnung. Das Problem ist halt nur, der hat eine Kapazität von 80. Also der könnte viel mehr mitnehmen. Tut er aber nicht. Guck mal hier, Marseille-Lyon. Da sehe ich doch riesen Potenzial. Transitalia. Ist Transitalia wenigstens in Italien? Das sieht gut aus. Ich glaube, die KI wird mich noch überholen hier. Scheiße. So, Zug, 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 Zug. Hier, wo war's? Nee. Hier, Lyon, Marseille. Und kann man sogar noch durchbinden bis Dion. Dann versuche ich das jetzt mal. Also, so. Quatsch. Also, so, so. Und da jetzt ein Güterzug drauf. So, der wird jetzt rappelvoll. Hab ich... Hab ich zwar... So... Was macht der denn? Was macht das Ding da? Okay, whatever. Ach! Das ist Laza! Laza hat hier einfach mal einen Güterzug draufgesetzt. Ich glaub's nicht. Ich glaub's ja nicht. Laza! Was soll das denn? Klaut mir hier einfach die Passagiere. Ich glaub's hackt. Hey! So, sag mal, Laza, was wird denn das? Übernehmt hier... Alter. Laza. Hast du denn mal alle? Klaut mir einfach alles weg. Ich glaube, das wird... Ich glaube, das wird wieder hier enden, dass es nichts wird hier. Guck mal, Laza geht ja richtig ab. Hat hier Italien ganz über... Ne, Moment mal, das sind drei verschiedene. Das ist Transitalia. Dann hast du hier Digifox. Dann hast du hier Laza, die übernimmt. Und ganz, sie hat ganz Spanien, Frankreich. Fängt jetzt mit der Schweiz an, hat da oben... Alter. Ich komme ja gar nicht hinterher. Also, jetzt ernsthaft, ich komme ja gar nicht hinterher. Ja, ich weiß, ich habe es vorhin auch mich drüber aufgeregt, aber jetzt mache ich es selber. Den Sohn, da fährt doch nie im Leben einer mit. Okay, doch.
Das Ganze kann also deutlich chaotischer um hier hin und her gehen als noch erwartet vorhin. Wetten, Laser hat da eine Buslinie. Ne, das ist jetzt Transitalia. Okay. Ich glaube, das müssen wir nochmal anders angehen. Das. Also diese Runde jetzt hier wird nix. Naja gut, ich egal wie das jetzt ausgehen wird, ich wünsche Laser schon viel. Sie hat das auf jeden Fall gemeistert, diese Runde. So, wofür stehst du? Was? Aus welcher Linie? Welche Linie fahrst du? Booster. Welche Linie fahrst du? Also hier steht ein Bus rum, der steht einfach nur da und tut nichts. Kein Bedarf. Ja, können wir noch irgendwo einen Bus draufschmeißen? Ich denke mal ganz hier unten. Mhm. Komfort ist wunderbar. Was passt den Leuten dann? Das Ding ist halt, okay, ich kann jetzt wenigstens einen weiteren Zug kaufen. Frage ist nur, wohin mit dem Zug? Ich habe nirgendwo die Nachfrage für einen Zug. Also, wir sehen hier absolutes Chaos. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts mehr hier. Guck mal, wie die Karriere hier überall abgeht, ey. Na gut. Mein Problem ist halt, ich habe nirgendwo die Nachfrage. Ich kann hier in Frankreich nirgendwo einen Zug draufsetzen, weil die Leute nicht hin und her wollen. Und die Fahrer, Busfahrer werden schon wieder unzufrieden hier. Hier kriegt er 4000, ne? Ja, ich weiß, wieso wir wollen eigentlich hier Passagierzüge, aber wir brauchen halt irgendwie, wir müssen ja irgendwie Geld erstmal machen. Wir müssen ja erstmal, also wir müssen ja noch 3 Züge kaufen, 300.000 Euro, das heißt, wir müssen noch 900.000 und wir brauchen dann 1 Million auf dem Konto. Das heißt, wir müssen noch fast 2 Millionen verdienen. Das machst du doch hiermit nicht. Ich kaufe mir jetzt noch ein paar Länderlizenzen auf. Und guck mal, was zu machen ist da. So, Luxemburg. Wie sieht's aus? Luxemburg. Treu wollen ein paar Fahrer mitfahren. Dann geben wir denen doch hier einen schönen Bus. Luxemburg 3, ja. Mhm. Brüssel-Calais. Oder Brüssel-Amsterdam. Brüssel-Calais oder Brüssel-Amsterdam. Lüttich-Paris. Ich hab's ja gesagt. Das wird nicht klappen. Machen wir halt Brüssel-Calais. Nehmen den Zug hier. Und setzen hier auf Brüssel-Calais. Hier wird er wenigstens voll. Und mal sehen, ob und wie viele da mitfahren. Niemand. Grandios. Wir haben hier einen Zug. Wir müssen natürlich auch ein Zugdepot jetzt bauen. Ich würde sagen, machen wir mal einen Lüttich, oder? Zugdepot, yes. Das kostet natürlich wieder extra einen Manager. Na toll.
Ich könnte jetzt versuchen, einfach auf gut Glück auf eine Linie einfach so einen Zug zu setzen. Und hoffen, dass wir auf die Million kommen, bevor die KI es tut. Wir versuchen, noch möglichst gut was mitzunehmen. Na, gut in dem Sinne nicht. Wir haben hier 30 Nachfrage, was absolut nichts ist. Aber besser als nichts. Jetzt muss die Kasse fließen. So, wir machen gerade fettes Minus. Wie gesagt, wir müssen einfach gucken, dass wir jetzt eine Million machen, bevor die anderen sich einen vierten Zug kaufen und auch eine Million machen. Von dem her, jetzt warten, Finger kreuzen und warten. Ein Viertel haben wir schon. Da gingen gerade die Löhne raus. Genau, wie sage ich denen jetzt, dass sie hier die Umleitung Umweg benutzen? Okay. Oje, 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 oje. Ich hoffe ernsthaft, dass... Die haben doch locker eine Million, wenn ich mir das hier angucke. Wie viel die haben. Jetzt kommt es wirklich drauf an. Digifox und oder Laser. Bitte einfach keinen vierten Zug kaufen, dann werden wir beste Freunde. Dann nehme ich mir jetzt mal hier nicht selber die Passagiere weg vom Zug. Das ist ja auch ein bisschen blöd. Du wurdest besiegt. Nein. Wir waren so gut dabei eigentlich. Okay, wir waren gar nicht gut dabei. Guck mal, wir haben 26 Fahrzeuge gehabt. Die anderen haben 70 Fahrzeuge gehabt. Wir haben ein Vermögen von 3 Millionen angeschäffelt, die anderen haben hier 40 Millionen. Gehe ich das Ganze vielleicht nächstes Mal was langsamer an und gucke, dass ich da deutlich schneller vorankomme. Ich hätte die Million gemacht. Ich glaube, wir waren nicht mal so weit weg. Ich glaube, wir haben da eine 7 vorne stehen. Also es hätte noch eine Minute weiterlaufen müssen. Dann hätten wir es gehabt. Wir machen es in der nächsten Folge besser, ne? Bis dahin. Tschüsselü.